legen wir mal los. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört und zuschaut und danke, dass ihr heute dabei seid, es freut mich. Mein Name ist Lubna Messaoudi, ich bin die Gründerin von Bivouac Rising und bevor wir mit diesem Panel starten, möchte ich noch mal kurz sagen, wie wir zu Bivouac Rising gekommen sind und auch zu unserem Mentorinnenprogramm. Bivouac Rising wurde gegründet, um der großen Nachfrage nachzukommen nach Safer Spaces in Berlin und vor allen Dingen auch an Arbeitsplätzen. Daher haben wir Bivouac Rising gegründet, um einen Safer Space, einen Safer Coworking Space in Berlin zu kreieren. Und Safer Spaces sind unserer Meinung nach wichtige Werkzeuge für eigene Strukturen aufbauen, in unserem Falle Strukturen für Frauen of Color und nicht-binäre Menschen of Color. Und natürlich möchten wir nicht nur Räume schaffen zum Arbeiten, sondern natürlich uns auch empowern und Antidiskriminierungsarbeit leisten, ganz speziell natürlich die intersektionale Antidiskriminierungsarbeit. Und da blieb eben so ein Mentorinnenprogramm nicht aus. Und genau, mit der Idee dann ein Mentorinnenprogramm von QTBVox für QTBVox zu erstellen, war uns natürlich auch wichtig, diese systematische und strukturelle Diskriminierung mit einzubeziehen. Und seit Januar haben wir nochmal Fördermittel bekommen von FILIA, der Frauenstiftung. Und zusammen mit diesen Finanzmitteln und unsere tolle Mitarbeiterin Timin Huyen-Niegen, die das Programm organisiert und koordiniert, können wir jetzt mit dem Mentorinnenprogramm loslegen. Und für die, die mitmachen wollen, wir haben natürlich auch dieses klassische Mentorinnenprogramm, eine Mentorin, ein Mentee, kann auch national sein, nicht nur an Berlin gebunden, denn wir können uns natürlich jetzt auch alle online treffen. Und zusätzlich bieten wir eben Workshops an, Panels und auch Formate wie Speed Dating, dass man so ein bisschen rotiert und mehrere Mentorinnen gleichzeitig kennenlernt. Da steht zum Beispiel am 8.6. so ein Format an und der nächste Workshop am 25.5. Da geht es um journalistisches Schreiben. Also wenn Mentees sich dafür interessieren, könnt ihr euch anmelden. So, aber genug dazu, starten wir mit dem Panel zu heute, Career Challenges and Strategies, auf Deutsch ein bisschen anders, Karrierehürden und Herausforderungen in der Medienbranche und wir wollen natürlich wissen, was könnte der Karrierelaufbahn vielleicht eine Hürde sein und vor allen Dingen, wie gehen wir damit um, diese Herausforderungen entgegenzuwirken, um dann letztendlich doch die Karriere zu erreichen, die wir haben wollen in der Branche. Und dazu erzählen uns dann jetzt mehr Esra Karakaya und natürlich Raquel Dukba. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und vielleicht stellt euch erstmal vor, Esra. Ich freue mich total, dass ich heute mit dabei sein darf. Hallo an euch da draußen. Ich arbeite als Produzentin, warum erzähle ich es dir? Ich erzähle es ja da draußen den Leuten. Ich arbeite als Produzentin und Journalistin und bin hauptsächlich involviert in unserem Projekt Karakaya Talks. Diese zwei Menschen sind eine absolute Inspiration, die sind einfach Killer. Deswegen mache ich noch weiter, weil es die noch gibt. genau, ich bin Raquel, ich freue mich auch krass hier zu sein. Ich arbeite als Autorin, Produzentin und Casting Director und bin Teil von einem queeren Filmkollektiv. Und ich glaube, genau, wir haben so angefangen mit unserer Arbeit, weil es uns wichtig war, im Film so postmigrantische und queere Perspektiven mehr zu centern. Genau, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, voll schön. Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet. Vielleicht nochmal eine kurze Info an die, die gerade zuschauen. Ihr könnt eure Fragen stellen. Zum Schluss gibt es dann ein paar Publikumsfragen, die wir beantworten können. Gerne auf Instagram oder direkt auf YouTube oder auch, wenn ihr unsere E-Mail gerade parat habt, auch da. Ja, dann legen wir mal gleich los.
Fangen wir gleich von vorne an, also bevor es überhaupt eine Karriere gibt, erstmal die Entscheidung, das ganze Leben ist schon beeinflusst eigentlich die Karriere von klein auf. Welche Schule habe ich besucht? Welche VorbilderInnen hatte ich oder hatten gefehlt? Wurde ich gefördert etc.? Das alles spielt natürlich eine Rolle. Und dann natürlich, also nicht nur im Elternhaus, Schule, dann gibt es ganz andere Barrieren, gerade für uns Frauen of Color, jetzt im Moment zum Beispiel mit dem neuen Gesetz, das Erscheinungsbild von Beamtinnen zu regulieren, das heißt ganz einfach Frauen mit Kopftuch, die Arbeitsstelle zu verweigern. Genau, und dazu vielleicht dann, wie waren die ersten Schritte für euch, als ihr die Entscheidung getroffen habt, ihr möchtet in der Medien-, Filmbranche arbeiten, wo habt ihr Unterstützung gefunden? Wo gab es Herausforderungen, etc.? Wie war das eigentlich bei dir? Wusstest du immer? Also bei mir war das super lange krass unklar. Also ich komme aus einem Haushalt, wo meine beiden Eltern sind nicht AkademikerInnen. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren, habe auch angefangen Biologie zu studieren und war so, okay, ich ziehe richtig diesen Weg durch, den so meine Eltern sich für mich wünschen. Und habe dann aber parallel angefangen, im Maxim-Gorki-Theater zu hospitieren, weil ich schon immer eine Person war, glaube ich, die eigentlich schon so künstlerisch irgendwie veranlagt war, aber ich hatte nicht so wirklich einen Peil, was es für Berufe gibt. Also ich wusste einfach gar nicht so, okay, was macht eine Produzentin oder was macht eine Autorin? Und Film war für mich sowieso irgendwie so eine Welt, die super far away war. Und im Gorki-Theater war das für mich halt voll krass, dass ich zum ersten Mal so Leute gesehen habe, die so vielleicht eine ähnliche Biografie oder so wie ich haben, oder zu denen ich irgendwie relaten könnte und die so künstlerisch arbeiten und das so miteinander verbinden. Und dann habe ich tatsächlich so gegoogelt, ich wollte Dramaturgin dann werden, dann habe ich so gegoogelt, so Lebensläufe von anderen Leuten, habe halt gesehen, dass voll viele Leute in Hildesheim studiert haben. Und dann habe ich mich dazu entschieden, da Theater zu studieren und Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Und tatsächlich Film hat sich auch eher so zufällig ergeben. Also ich wurde dann von Faros, einem guten Freund, der auch das Kollektiv Jünglinge gegründet hat, angesprochen, ob wir irgendwie zusammen an einem Musikvideo arbeiten wollen. Und dann haben wir das einfach so learning by doing, uns irgendwie alles selber beigebracht und haben halt gestartet, einfach so Musikvideos für Labels, die wir cool fanden. Unbezahlt und einfach so just for fun zu drehen, und dann hat sich daraus auch diese Firma ergeben, weil wir dann gedacht haben, wir müssen irgendwie was gründen, um auch vielleicht mal ein bisschen Geld ranzuschaffen, um unsere Leute und uns selber vielleicht zu bezahlen, mit uns selber bezahlen, das hat noch nicht geklappt, aber um wenigstens so Technik und sowas ranzubekommen. Genau, deswegen hat sich das bei mir tatsächlich eher so dadurch, dass andere Leute auf mich zugekommen sind, wie Faras zum Beispiel, und sich mit mir solidarisiert oder connected haben, ergeben. Aber es war gar nicht so der Punkt, dass ich dachte, ich werde jetzt Filmemacherin, weil das, glaube ich, in meiner Jugend und meinem Aufwachsen einfach gar nicht so ein Berufsfeld war, was es so gab. Ja, ich glaube, bei mir war es auch ähnlich. Das Interessante ist, ich hatte auch nie so dieses Ding, sozusagen, ich gehe in die Medienwelt. Aber ich habe mich vor 4 Jahren oder so mies darüber aufgeregt, dass es keine Frauen mit Kopftuch in der Öffentlichkeit gibt, in der medialen Welt. Ich habe mir so, Digga, ihr habt sowieso Steine im Kopf, wir dürfen sowieso nicht jeden Job arbeiten, ne? Ihr verbietet uns das, zeigt uns nicht mehr auf Dings. Aber es war nicht nur medial im Sinne von irgendwie Video und Fernsehen, es war auch so Werbung. Ne? Wann werden Frauen mit Kopftuch dargestellt? Dann war das immer entweder gar nicht, und wenn sie dargestellt werden, dann war es immer im Kontext mit Flucht oder mit IS oder solche Sachen. Das ist super problematisch und das hat mich richtig wütend gemacht. Da hatte ich einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich darf meckern oder ne, ich darf das anprangern, aber heul nicht, wenn du nicht selber einmal probiert hast. Ich schwöre, das war einmal mein Argument dazu. Deswegen habe ich dann bei Alex Berlin, in diesem offenen Kanal in Berlin, da gibt es Möglichkeit, ne, für all diejenigen, die irgendwie ModeratorInnen werden möchten, das ist eine richtig gute Anlaufstelle, einfach sich auszuprobieren. Habe ich angefangen, ich habe mit mir einen Deal gemacht. Ich meinte, Esther, du machst 3-mal, gehst du vor die Kamera. 3-mal. Und wenn du es dann nicht geschafft hast, also wenn es dir dann keinen Spaß macht, dann darfst du weiter den hier machen. Ich alle mal. Und wenn es dann mal gut ist, dann kannst du weitermachen, wenn du willst. Ich habe 3-mal gemacht und ich dachte so, damn, ich bin irgendwie gut an dieser Sache. Was ist los? Und dann kam ja erst alles andere später. Aber ich glaube, das war so der springende Moment oder der Grund, warum ich überhaupt vor die Kamera getreten bin, ist, weil es mich wütend gemacht hat, dass andere Frauen mit Kopftuch nicht sichtbar waren. Also, dass eigentlich die Stelle kreiert, die dir gefehlt hat, die du
gerne als Vorbilder gehabt hättest? Ja, ich würde sagen, die Stelle habe ich erst im Nachhinein kreiert, als ich angefangen habe zu überlegen, okay, welche verrückten Ideen habe ich, was will ich eigentlich? Diese Talkshow, die wir jetzt machen, war ja irgendwann nur so eine Schnapsidee, war ja nur so ein stell dir mal vor, so dieses Ding. Da war, ich würde sagen, das war noch keine nicht kreiert eine Stelle, weil das war ja, ich war ja einfach nur, ich bin ja reingekommen, da war ein Format, ich durfte moderieren. Aber ich glaube, ich habe das so ein bisschen ich habe das so ein bisschen herausgefordert, so dieses, ihr denkt, das ist normal? Komm doch, ich zeig euch das normal. Was war das erste Format, was du moderiert hast? Oh mein Gott, warte kurz. Oh mein Gott, ich sterbe, ich bleib einfach. Ich war, wieso? Ich war so nervös, mein Gesicht ist einfach eingefroren. Man sieht richtig Bilder, so wie ich voll verkrampft bin. Aber was war das erste? Ich weiß noch, ich habe auf jeden Fall, einer meiner ersten Sachen war ein Interview auch mit Homies. Ah, mit Gisem und Lucia. Das weiß ich immer. Was war noch? Ah, Raphael Hillebrand war, glaube ich, der Erste. Den habe ich auch da kennengelernt das erste Mal. Okay. Das war richtig schön. Ja, aber guckt euch bitte nicht an. Ich meine, so lange ist es auch wieder nicht her, oder? Okay, ihr hattet eigentlich meine zweite Frage schon fast beantwortet. Dann machen wir gleich mit der nächsten weiter. Ihr seid natürlich schon spezielle Nischen in den Medien unterwegs, aber allgemein ist in Deutschland einfach die Medienlandschaft und auch Filmbranche ziemlich von, abgesehen davon, von weißen Männern dominiert. That's what I said. Okay. genau, also gerade öffentlich-rechtliche, die sind sehr patriarchalisch, so entsprechen natürlich auch die Inhalte und da liegt der Frauenanteil zumindest in den journalistischen Führungspositionen bei 37%, bei den Online-Medien sind sogar nur 30. Erschreckend, aber natürlich gibt es auch überhaupt keine Statistiken über Frauen of Color, nicht-binäre Menschen of Color und Intersektionale schon gar nicht. Die sind natürlich für uns, brauchen wir die nicht, um zu wissen, dass es da Diskrepanzen gibt und Gaps. Genau, aber was würdet ihr jetzt Mentees zum Beispiel raten, die erstmal nicht die Gelegenheit haben, ihre eigenen Projekte zu erstellen, sondern die sind jetzt nun mal, würden sich gerne bewerben bei den öffentlich-rechtlichen Produktionsfirmen etc., die eben sehr weiß sind, die auch sehr viele Stereotypen am laufenden Bande produzieren, rassistische Inhalte produzieren, sich auch nicht davon distanzieren, zum Beispiel die letzte Instanz etc. Mhm. Wie würdet ihr Mentees, ja, was würdet ihr ihnen raten? Ich bin voll neugierig, wie es in der Filmbranche ist. Ich glaube tatsächlich, ich würde denen gar nicht unbedingt raten, sich da teilweise zu bewerben, sondern wirklich eher sich zusammenzuschließen und was Eigenes aufzubauen. Also genau, bei uns hat es auch so funktioniert, dass wir wirklich gegoogelt haben, wie gründet man eine Firma, und dann haben wir eine UG angemeldet und haben uns halt, klar, das waren auch 4 Jahre so unbezahlte Arbeit, die man wahrscheinlich nur so während seines Studiums dann irgendwie auch noch so parallel machen kann, aber für uns hat sich das, glaube ich, voll ausgezahlt, so von Anfang an die eigenen Strukturen aufzubauen, weil man dann halt auch entscheiden kann, wie möchte ich arbeiten. Mhm. Und das Ding ist halt auch beim Film, du kommst eh nicht drum herum, mit öffentlichen Institutionen zusammenzuarbeiten, weil du musst ja immer Gelder beantragen. Also egal, für welche Förderung du dich bewirbst, musst du ja immer zu den Öffentlich-Rechtlichen, zu der lokalen Filmförderung in deinem Bundesland, wo du eben bist. Und da bist du schon mit den ganzen Hürden konfrontiert, die, glaube ich, noch viel krasser sind, wenn du wirklich Teil dieses Organismus irgendwie werden willst, weil natürlich auch die EntscheidungsträgerInnen und die Leute, die dann beurteilen, fördern wir dieses Projekt oder nicht, ja selber super biased sind, und wie du gerade schon gesagt hast, uns zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen im Filmbereich unter 3%, die einen sogenannten Migrationshintergrund oder so haben, die in Entscheidergremien sind, EntscheiderInnengremien. Und deswegen ist es natürlich auch super biased, so was ist überhaupt eigentlich so eine weiße Dramaturgie oder das, was sozusagen ein weißer Blick oder so vielleicht auch als gut empfindet und welche Projekte dann von vornherein schon als unprofessionell oder so ausgesiebt werden. Und da weiß ich nicht so wirklich, ob man Bock hat, sich den
Struggle zu geben, dann auch noch Teil von so einer Institution zu werden, dann würde ich eher sagen, okay, du musst eh schon mit denen dealen, du versuchst das irgendwie zurechtzuschreiben, sodass die das dann gut finden und machst am Ende halt so dein eigenes Ding daraus. Aber es ist voll schwer. Ich habe da auch nicht so eine krass klare Antwort. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Ich vergesse es immer, dass im Filmbereich ja tatsächlich immer diese öffentlichen Gelder eine riesige Rolle spielen. Und das geht eigentlich gar nicht, oder? Ja, auch oder nicht zu streamern halt. Das ist jetzt halt das neue Ding. Aber Streamer ist doch keine Filmproduktion. Nee, aber du kannst sozusagen, wenn du einen Auftrag von Netflix oder irgendeinem Streamer bekommst, dann geben die dir auch Geld. Ja. Das ist jetzt das, was sich irgendwie so ein bisschen neu entwickelt hat. Aber, und da sehen die Leute tatsächlich ein bisschen anders aus, die irgendwie Entscheidungen treffen. Aber genau, du bist so im Normalfall, wenn du jetzt anfangen willst, einen kleinen Kurzfilm zu drehen oder so, womit die meisten Leute vielleicht erstmal starten wollen, musst du dich ja irgendwie an deine öffentliche, rechtliche Filmförderung wenden. Ich habe den Eindruck, dass so auch in der Videoproduktion oder so Online-Content-Sachen Formaten voll viele Leute, die auch im Bereich anfangs, weiß nicht, zivilgesellschaftliches Engagement oder irgendwie intersektionale Arbeit, dann eigentlich so den Ansatz haben, okay, ich mache dieses Format jetzt und dann hole ich mir auch öffentliche Gelder, ich bewerbe mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jeder Person da draußen sagen, scheiß auf die öffentlichen Gelder. Weil man kommt in so ein krasses Abhängigkeitsverhältnis. Und da sagen die dann Leute in Machtpositionen, ne, weil die Gelder dort sind, wie sie was zu machen haben sollen. Und ich kann mich noch richtig gut erinnern, Digga, das macht mich auch wütend, wenn ich dann denke, wir hatten mal, es war mal eine Produktion von vor ein paar Jahren, und da wollten wir über Racial Profiling, wir wollten rassistische Polizeigewalt thematisieren. Die meinten zu uns, ja, nee, das ist ja voll, ne, und nee, ja, das ist zu krass, und ja, man kann das ja auch anders sehen. Wir haben jetzt nur so einen Hals bekommen schon mal. Und dann mussten wir, das haben wir das anders umgemünzt, richtig schlimm, Alter. Und jetzt natürlich so im Zuge von George Floyd, an dem Mord an George Floyd, ist jetzt natürlich rassistische Polizeigewalt in Deutschland auch so ein bisschen größer, man, Leute verstehen das eher. Das macht mich unheimlich sauer, weil ich mir denke, ey, Kinder, müssen ganz ehrlich, wir hätten in dem Moment progressiv, innovativ sein können. In dem Moment, wir sind es. Aber ihr müsst uns den Weg frei halten. Deswegen sind öffentliche Gelder immer so für mich so. Deswegen sind wir auch ein Startup. Ne? Ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will lieber Business sein, ich will lieber Gelder erzielen. Und das ist quasi, um nochmal den roten Faden zurück zu deiner Frage zu ziehen. Ich würde jeder Person da draußen, die versucht irgendwie im Videobereich unterwegs zu sein oder Contentbereich, empfehlen, sich gar nicht auf öffentliche Gelder zu verlassen. Ich würde von vornherein Business denken, von vornherein sagen, okay, was ist mein Geschäftsmodell, wie kann ich mir vorstellen, Geld zu machen, sei es über YouTube, über die Einnahmen, die sich da nochmal mit den Algorithmen auseinanderzusetzen, das Wissen ist da. Und anstatt, dass man sich auch das alleine irgendwie raussucht, ich will auch lieber dich direkt anrufen, Raquel, oder dich, und sagen, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich die Informationen, die ich brauche in 10 Minuten, als wenn ich da 10 Stunden sitze und so meine Finger abdingse. Das würde ich sagen, ist ein guter Start in die Videobranche. Und letzter Punkt, Journalismus, das ist ja auch nochmal so eine Sache, das muss man ja irgendwie ein bisschen lernen, dieses Handwerk. Ne? Das ist alles andere ist Learning by Doing, war bei uns auch so oder war bei mir auch so. Show, ich habe einfach gemacht. Auch, ich habe mir sogar, ich würde sagen, das Journalistische auch teilweise selber beigebracht. Aber da finde ich es nicht, verwerflich, wenn Leute sagen, ich mache ein Volontariat. Komm aber erstmal rein. Komm erstmal rein, Bruder. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir ohnehin schon, aber auch da klar sein, einfach smart navigieren, durchgehen, versuch gar nicht erst irgendwie hier als Volontärin dann hier ein bisschen zu verändern und Antirassist. Nein, mach nicht. Nimm deine Skills mit, mach dein eigenes Ding. Komm erst in eine Machtposition und dann kannst du Sachen verändern. Also so sehe ich das, keine Ahnung. Ich würde nicht sagen, ich fände es eine Frechheit von VolontärInnen und von Leuten, die gerade sich ausbilden, zu verlangen, dass die dann auch noch eine ganze Struktur verändern sollen. Okay. Ja, absolut. Aber wenn die dann schon mal in dieser Redaktion sitzen, kann es natürlich auch sein, dass sie als Token höchstwahrscheinlich ausgenutzt werden. Was würdet ihr raten, wie man sich dagegen wehren kann? Also gerade mal als eine Person, die gerade Volontariat macht oder sogar ein Praktikum, gerade von der Schule, von der Uni fertig geworden oder noch am Studieren und ist dann die einzige Person of Color in der Redaktion. Wie kann sich diese Person, habt ihr schon mal wehren, habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht oder so etwas beobachtet? Ich finde es halt ganz, ganz schwierig, anderen Leuten eben so zu sagen, du bist ein Token oder so, weil ich finde,
so dieser Blick, wenn man so Auge auf andere Leute wirft und denen dann so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung innerhalb von der Institution abspricht, finde ich voll uncool. Also ich freue mich ehrlich gesagt für jede Person, die irgendwo da einen Job hat und Bock auf den Job hat, dann bin ich so, ja Mann, geil, du machst das und ich feiere das und würde gar nicht so einen Blick unbedingt so darauf werfen wollen. Verstehe aber schon natürlich voll so die Problematik, wird man vor allen Dingen so für seine Perspektive eingeladen oder vielleicht auch für das, was man machen möchte. Und das ist bei mir zum Beispiel auch voll krass, dass ich das Gefühl habe, 70% der Anfragen, die ich bekomme, sind wegen meiner Perspektive und nicht, weil die Leute sich wirklich auseinandergesetzt haben, was ich für eine Arbeit mache, geschweige denn, dass sie irgendwie ein Drehbuch gelesen hätten oder sowas, wenn ich jetzt in den Writers Room eingeladen werde. Und das schafft natürlich bei einem einfach ein weirdes Gefühl, dass man so das Gefühl hat, so für was bin ich jetzt eigentlich da? Und ich glaube, da ist es voll gut, so ein bisschen nachzuhorchen, so sind die Leute irgendwie offen für so kritische Impulse auch? Ich würde gar nicht nachfragen, ganz ehrlich. Ja. Aber ich glaube irgendwie, teilweise bist du ja darauf angewiesen, einen Job auch einfach zu machen. So. Voll, ich gehe da mit, aber ich würde sagen, mach den Job, aber versuch gar nicht erst irgendjemand irgendwas zu sagen. Geh einfach davon aus, dass die Leute nicht checken werden. Mach gar nicht. Also die Frage wurde auch letztens bei den neuen deutschen Medienmacherinnen von einer von Mentee gestellt. Und ich weiß nicht, ich weiß die ehrliche Antwort nicht, aber ich glaube, ich würde sagen, sag einfach, das Beste, was du machen kannst, ist ein Nein sagen. Die sagen so, komm, lass Foto machen. Nein. Komm, wenn du willst. Nein. Mach einfach, ich würde sagen, gar nicht mal gucken, wie die drauf sind. Ich würde den hier machen. Ich mache mein eigenes Ding, ich nehme die Skills mit und wenn ich dann das Gefühl habe, da ist eine Person, oder da ist eine Gruppe, die sind von sich aus, die wollen selber quasi, ne, und dann ja. Aber ich würde jetzt nicht proaktiv hingehen und sagen, so, okay, wie seid ihr jetzt drauf? Weil ich muss davon, das ist doch auch Arbeit. Ich bin halt so, manchmal habe ich dann halt keinen Bock. Also ich muss vorher schon mal so ein bisschen abtasten, wie ist hier ungefähr die Grundstimmung. Ja. Weil sonst habe ich auch keinen Bock, in den inhaltlichen Austausch zu gehen. Und wenn ich zum Beispiel in einem Writers Room bin, muss ich mich immer mit den produzierenden Leuten irgendwie rumschlagen, die mir inhaltliches Feedback geben. Und wenn da einfach so Grundbasics komplett auseinanderdriften, dann kann ich da auch nicht arbeiten, weil es für mich einfach zu so einer puren Hölle wird. Und auch bei Casting musst du immer auch diese ganzen politischen Sachen mit erklären, weil wenn du es nicht machen würdest, dann hast du halt entweder einen sehr, sehr weißen Cast oder du hast einen für die diversen Cast, der sich aber hinter der Kamera nicht widerspiegelt und du musst halt die ganze Zeit diese Bildungsarbeit damit dazu leisten, damit du überhaupt auch einen vernünftigen Cast, der vielleicht cool sein könnte für ein Projekt, so zusammenstellst. Ja, stimmt auch. Ich glaube, ich denke, komme halt vor aus der Perspektive von, wir werden doch sowieso alle unser eigenes Ding machen mäßig. Deswegen scheiß doch drauf, ne? Wann ist das mit, was dir passt und danach so wird schon. Ja, aber hast schon recht, nein, das macht ja auch Sinn, das mache ich ja auch, ne? Zu sagen, okay, Raum erfüllen, antasten, gucken. Ja. Da gibt es doch sicherlich keine einzige richtige Antwort, sondern mehrere. Kommt immer auf den Kontext an, die Situation, wie das Verhältnis ist, das Machtverhältnis, ganz, ganz wichtig. Aber was du auch gerade meintest, ist super wichtig. Nicht noch kurz einen Nebensatz dazu. Ich weiß noch einmal, wir hatten eine Sendung und da war Aminata Touré dabei und sie meinte, die einzigen Menschen, die mich fragen, ob ich ein Token bin, sind eigentlich BIPOCs. Und dann war ich so, damn, okay, Mann, ich habe genau das gleiche auch gerade gemacht, verdammt. Und ich wollte auch nochmal diesen Punkt unterstreichen, du gesagt hast, weil das so wichtig zu sagen, so nein, ich gehe da auch mit, egal in welche Strukturen unsere Leute sind. Unsere Leute sind eigentlich diejenigen, ne, wo ich sage, okay, mein Herz fühlt sich verbunden mit der Person. Dann ist die Person auch richtig da. Ich sehe quasi, beim Thema Tokenism ist mein Fokus immer auf denjenigen, die quasi in der privilegierten Situation sind und diejenigen, die quasi in den Strukturen und in den Machtpositionen sitzen. Okay. 100%. Wir machen da eigentlich auch direkt weiter. Das ist ein guter Anschluss. Wir sind natürlich auch egal, wie aktivistisch wir unterwegs sind und wie sehr wir unsere eigenen Strukturen aufbauen wollen. Das ist natürlich ein Prozess und dieser dauert. Gelingt es euch, eure Prinzipien durchzusetzen? Wie radikal könnt ihr überhaupt sein? Also wir sind natürlich auch davon abhängig, Geld zu verdienen hier und da. Wo zieht ihr die Grenzen zum Beispiel und nimmt einen Auftrag nicht an? Hast du eine klare Antwort drauf? Ich habe nicht so eine klare Antwort, aber ich glaube, also was ich so sagen kann, ist, dass bei uns das schon extrem hart war, also so 4 Jahre lang sich nicht zu bezahlen. Wir haben ja im Foto 3 auch einfach unbezahlt gearbeitet und das produziert und deswegen jetzt schon natürlich auch darauf angewiesen sind, bestimmte Jobs anzunehmen, damit wir überhaupt wieder Geld in die Firma stecken können. Und
ich glaube, unser Ziel ist es eben auch gerade zu sagen, okay, so ein bisschen das Geld, was man aus den kreativen Jobs irgendwie mitnimmt, wieder in die Firma stecken, dort umverteilen, dass wir dort auch irgendwie Leute anstellen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel noch eine neue Person dazugeholt in unser Kollektiv. Und ich glaube, deswegen genau sind wir gerade zum Beispiel noch darauf angewiesen, so externe Jobs anzunehmen. Aber auch da merke ich immer mehr, gibt es für mich immer mehr Grenzen, wenn ich sehe, dass die Struktur und die Leute, die sozusagen an meiner Arbeit verdienen, wie du halt schon vorher gesagt hast, so hauptsächlich alte, weiße Typen sind. Und ich glaube, dann brauche ich schon eine gute Bezahlung und einen guten Credit, um das zu machen. Und dass nicht halt am Ende so der Name halt von irgendeinem Dude da irgendwie draufsteht auf einer Entwicklung, die ich gemacht habe oder so. Ich glaube, das ist für mich extrem wichtig, also eine Sichtbarkeit von der Arbeit. Und ja, also ich kann es tatsächlich nicht ganz, also ich glaube, ich kann es nicht pauschalisieren, wo meine Grenze ist. Aber ich frage auf jeden Fall inzwischen schon bei so Vorgesprächen bestimmte Sachen zum Beispiel ab, so seid ihr offen, das Casting so und so zu gestalten. Also das heißt, dass man, wenn man Figurennamen liest, das völlig offen ist, wer dafür besetzt sein kann, seid ihr grundsätzlich dafür offen, wenn nicht, okay, ciao, dann habe ich eh schon keinen Bock mehr mit euch zu arbeiten. Ja. Mir fällt es voll schwer, die Frage zu beantworten, weil ich glaube, ich könnte nicht sagen, ich habe nicht so eine klare Checkliste, und weil es kommt ja auch immer auf die Situation an. Das ist ja. Aber ich würde sagen, eigentlich in der Regel ist es immer mein Bauchgefühl. Mhm. Ich gucke einfach immer, wie fühlt sich das an? Was ist ein, keine Ahnung. Ich merke das ja. Ich merke es an meinem Atem. Wenn ich merke, ich kann atmen, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und wenn ich merke, ich habe eine Entscheidung getroffen und mein Atem ist flach, dann weiß ich, irgendwas ist nicht Dings. Und meistens, weil, ja, keine Ahnung. Eigentlich ist dann auch in den Momenten, wo ich eine Entscheidung treffen muss, wird es dann lauter. Ich merke dann. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall wichtig, Intuition, sich darauf zu verlassen und sich nicht zwingen, Jobs anzunehmen, wo man sich von Anfang an nicht wohlfühlt. Das Interessante ist, ich wusste noch einmal, es war eine große Funding Opportunity. Da waren viele Gelder mit involviert und ich weiß noch, ich war im Gespräch mit einer Kollegin und ich meinte so, ich fühle mich so schlecht, weil wir haben diese Dings jetzt und ja, ich will das doch eigentlich. Weil so, was meinst du eigentlich? Und ich meine, naja, guck mal, ganz jeder würde aus unserer Community, vor allem, es ist krass, jede Person würde so liebend gern diesen Punkt, das annehmen quasi. Da meinte sie was richtig Geiles, meinte einfach nur, ja, da macht Platz für die. Tschüss! Das ist sehr gut. Und dann mal klar, okay, ich geh raus. Ja. Beste Dings. Beste Argumentation, ich schwöre. Ja. Genau, macht Platz für andere, das ist super. Ja, zu der nächsten Frage, auch da sind wir eigentlich schon im Fluss der Diskussion, die existierenden Strukturen eben. Da gibt es immer diese zwei verschiedenen Herangehensweisen, entweder diese von innen heraus zu verändern, du bist Teil einer Institution, einer Organisation, Produktionsfirma etc. und fängst an, sie zu verändern und damit diese alten Strukturen zu durchbrechen oder eben eigene aufzubauen, sodass die alten Strukturen irgendwann irrelevant werden und wir neue, bessere und inklusivere haben. Das ist jetzt gerade bei neuen Medien, scheint es eher was, zumindest hat es den Anschein, es ist einfach, sich seine eigenen Plattformen zu schaffen, seine eigenen Inhalte. Du brauchst eigentlich nur eine Kamera oder auch nur ein Handy manchmal und das reicht schon. Wie sieht das dann eben aus mit, sagt es ja schon, finanzielle Unterstützung ist schwierig, 4 Jahre lang unbezahlt gearbeitet. Wie ist das zum Beispiel im Online-Bereich? Mhm. Wie einfach ist es, davon auch zu leben? Gerade als Frau of Color, wir haben in Deutschland einen intersektionalen Pay Gap, von dem wenig Menschen wissen. Also der Gender Pay Gap bezieht sich meistens eben nur auf weiße Frauen im Verhältnis zu weißen Männern. Aber dann gibt es noch den Racial Pay Gap und noch ganz viele andere Gaps und somit wird die Kluft natürlich immer größer. Genau, wie sieht es da im Online-Bereich aus? Es kommt natürlich erstmal voll auf das Format an. Ne? Wenn ich ein Talking-Head-Format mache, so ich spreche alleine, ich bin Content-Kreatorin, ich mache Beauty-Tutorials oder ne, ich mache irgendwelche anderen, Tutorials, dann ist das natürlich viel, viel günstiger, weil ich alleine das machen kann. Ich kann selber entscheiden, wie oft ich veröffentlichen möchte und kann damit Gelder generieren über YouTube. Das ist eine gute Plattform, weil mir die Arbeit abgenommen wird. Ich muss da nicht nochmal extra irgendwie um was kümmern.
Showproduktion ist nicht möglich, nicht mit der kleinen Reichweite, die wir zum Beispiel haben. Da müssten wir schon viel größer haben, aber selbst das würde wahrscheinlich nicht unsere Produktionskosten oder wird nicht unsere Produktionskosten decken. Öffentliche Gelder ist halt eine Möglichkeit, würde ich aber von vornherein eigentlich sagen, Wala lohnt sich nicht, macht nicht. Mhm. Wie verdient man mit diesem... Also ist es wichtig, wenn man seine eigenen Strukturen aufbauen möchte, diese finanzielle Sicherheit überhaupt zu haben? Oder ist es erst einmal nicht so wichtig, um anzufangen? Ja, und nee, ist nicht wichtig, um anzufangen. Das würde ich nicht sagen. Ich meine, das hat man ja bei euch auch gesehen. 4 Jahre lang ziehst du durch. Genau, aber klar, das ist ja auch ein Privileg, dass man das überhaupt machen kann. 4 Jahre sozusagen, voll viel Energie. Und das, man ist schon so durch die Scheiße gegangen, sozusagen, in was reinzustecken, ohne dafür Geld zu bekommen. Und wir haben halt immer noch parallel, also so, ich habe halt so Pommes verkauft oder in irgendwelchen Cafés oder so gearbeitet, halt andere Sachen irgendwie gemacht. Weil man aber halt schon dieses Ziel hatte, so, okay, irgendwann, wir haben einfach den Glaube, dass daraus halt was wird. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel, wir versuchen immer von Projekt zu Projekt, jedes Projekt voll zu finanzieren. Also zu gucken, wie viele Leute arbeiten daran. Und dann versuchen wir Gelder dafür zu bekommen und die sind tatsächlich meistens öffentlich. Und wenn das nicht reicht, ist es schon eben so, dass wir sagen, wir bezahlen uns nicht für unsere produzentische Tätigkeit, dafür bezahlen wir die anderen. Aber dafür habe ich halt auch noch einen Job als Autorin in einem Writers-Room und deswegen setzt sich das dann irgendwie so zusammen. Aber es ist schon krass hart, seine eigenen Strukturen aufzubauen. Ich glaube, das muss man schon sagen und muss sozusagen wissen, dass man erstmal... Ich glaube, oft in so einen finanziellen sozusagen Vorlauf oder so gehen muss, bis man halt richtig sich was aufgebaut hat und die Maschine sozusagen von selber läuft. Ja, aber ich glaube, es ist sehr ähnlich auch im Videobereich. Ich würde sagen, der Glaube ist super wichtig, also dieses für etwas brennen. Weil ich glaube, du hättest es oder ihr hättet es niemals durchgezogen, 4 Jahre lang oder noch länger vielleicht, wenn ihr nicht davon überzeugt wärt, dass das, was ihr macht, das Richtige ist. Vermute ich jetzt einfach mal. Voll, ja. Und es ist bei mir auch, ist bei mir auch nicht anders und bei uns. Ich glaube, wir sind jetzt, wir werden nächsten Monat werden wir 3 Jahre alt. Und na, eigentlich sind wir jetzt schon 3, weil wir, also im nächsten Monat war die erste Veröffentlichung vor 3 Jahren. Ich würde auch sagen, dass quasi natürlich in der Funkzeit wurde ich bezahlt, hatte ich mein Dings. Was lustig ist, weil eigentlich im Durchschnitt war es relativ meh, aber so, ich habe mich übertrieben reich gefühlt, so, weil man kennt das so gar nicht. Und jetzt ist auch wieder so, dass wir, ist ähnlich, ne? Ich weiß, dieser Break-Even-Point wird kommen. Von unserem Dings, wo wir einen Deckungsbeitrag haben. Ich weiß, danach werden wir profitabel sein. Ich weiß es. Wird kommen. Ist egal. Ich habe einfach entschieden. Ich werde Millionärin. Punkt. Ist einfach so. Ich habe entschieden. Aber quasi bis zu dem Punkt, es ist okay für mich zu sagen, oder es braucht es. Es braucht es, dass das Team zuerst bezahlt wird, dass zuerst die Leute erstmal da sind. Und dann. Genau. Aber bei mir zum Beispiel, ich werde wahrscheinlich nächsten Monat mich das erstmal auszahlen. Krass, geil. Ja, Glückwunsch. Richtig nice. Und seht ihr schon, dass es diese Strukturen langsam, also natürlich gibt es die ja schon, auch schon länger, aber sie sind teilweise auch so unsichtbar und es ist auch für neue, gerade für jüngere Generationen immer schwierig, sie erstmal zu sehen, Anschluss zu finden und da haben wir in unseren Communities auch wieder von Generation zu Generation immer wieder das gleiche Problem, einander zu sehen, die Vorarbeit, die schon geleistet worden ist, die Strukturen zu sehen, dass man einfach diese Netzwerke hat und einfach dazu kommen kann. Merkt ihr, dass es da langsam irgendwie andere Unterschiede gibt oder dass sie sichtbarer werden, gerade natürlich auch wegen den neuen Medien, dass es ein bisschen einfacher ist, dann Stimme zu erheben? Ich glaube tatsächlich, das ist echt viel Berichterstattung. Also mich nervt es zum Beispiel extrem, dass bei Foto 3 immer so getan wird, als wärst du der erste queere, postmigrantische Film und damit macht man halt immer wieder Geschichte so unsichtbar. Also auch wir haben ja Inspiration. Also es gibt zum Beispiel einen Film von Angelica Macarone, der heißt Alles gut. Da geht es um 2 schwarze Frauen, die sich ineinander verlieben. Und der Film war in den 90ern schon, also hatte einen kleinen Erfolg, es war trotzdem noch ein Indie-Film. Und ich glaube, das ist super gefährlich, wenn wir immer wieder so die Historie, in der wir stehen, so ausradieren und immer wieder so tun, ah, das ist der erste Film, den es je gegeben hat. Oder jetzt auch bei der Serie All You Need oder so, als wäre das irgendwie der erste schwule Film, der gedreht wurde. Es gab schon tausende vorher. Und ich glaube, dass man auch immer wieder so darauf hinweist in Interviews und so weiter. Nee, auch wir stehen in der Tradition von Kämpfen, von Leuten, die vor uns irgendwie die Tür aufgeschlagen haben. Und für mich ist das auch eine Form von Solidarisierung einfach mit
Leuten, in deren Tradition ich stehe und in der ich auch stehen will. Ich will gar nicht die erste Person sein, die das und das gemacht hat, sondern ich will in einer Reihe von Leuten stehen, ja, mit denen ich mich irgendwie auch verbunden fühle. Aber das funktioniert ja nur, wenn ich quasi weiß, wer vor mir schon alles da war. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass dann Menschen, die aussehen wie wir, ihre Arbeit geleistet haben, aber wo wurden ihre Credits gesetzt? Die wurden ja ohnehin also auch schon für uns unsichtbar geworden, oder für mich in diesem Fall. Da will ich auch total gerne diese Credits geben, aber ich weiß, es muss natürlich, als ob aus dem Nichts jemand gesagt hat, vom WDR kommen, dann so denkst du so, nein, die Leute sind auch nochmal, ne, hatten auch nochmal ihre Touchpoints oder ihre Begegnungen halt. Aber ich habe ganz oft diesen Struggle, dass ich kann gar nicht so genau greifen, wer hat eigentlich wo schon gesessen und wer hat eigentlich welche Weichen schon gestellt und mit wem müsste ich mich eigentlich noch connecten. Und dazu auch nochmal dieses Ding, es ist ja auch erstmal gut zu sagen, okay, wer ist heute eigentlich generell da? Mit wem kann ich mich vernetzen? Mit wem sollte ich mich vernetzen? Da merke ich auch, und da bin ich voll neugierig, was ihr denkt, ich habe den Eindruck, dass voll viele von uns, wir so krass am Machen sind, inklusive mir auch, wir sind über unsere Kapazitäten, dass ich manchmal den Eindruck habe, wir haben gar nicht mehr genug Zeit, um uns zu vernetzen. Wir sind so, dieses Ding, und es ist auch richtig, das ist auch voll Dings, ne? Ich mache dieses Ding und machst du ein Ding. Ja. Und dann versuche ich halt irgendjemanden anzurufen und dann versucht die Person mich anzurufen und verpasslos, 3 Jahre sind vergangen. Ja, das stimmt. Ach, ich bin so verdammt. Da meinte dieselbe Kollegin, die vorhin auch schon das kluge Ding meinte, von wegen, da macht Platz für die anderen. Die Person meinte dann auch so, ja, in einem unterdrückenden System ist das Ziel, dass diese Menschen sich nicht vernetzen. Ja. Deswegen haben wir eben diese Strukturen nicht. Deswegen gibt es auch wenig Fördergelder für viele Sachen. Wenig Räume, allein schon die Räume zu finden. Ich freue mich schon, ne? Wenn die so wieder. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also da müssen wir, das gehört, glaube ich, diesem politischen Self-Care, Community Care dazu, diese Räume eben, diese Zeit zu schaffen, nicht Räume, sondern diese Zeit zu schaffen dafür. Also da muss ich mich auch schuldig bekennen, dass ich sie nicht schaffe. Aber es hat uns ja auch keiner beigebracht, oder? Aber das wissen wir ja. Das Wissen haben wir. Wir können, aber ja, es steht einfach zu viel auf der To-Do-Liste. Und ja, wo mache ich mal kurz eine Pause? Wo halte ich die To-Do-Liste an? Und man hat ja auch immer diesen doppelten Anspruch. Also einerseits wurde einem so eingetrichtert, du musst es schaffen, du musst härter kämpfen als alle anderen. Und weil man aber weiß, wie hart es ist, habe ich zum Beispiel auch voll den Anspruch, okay, ich will halt auch Leute empowern und also mitziehen ist ein falsches Wort, mir fällt gerade kein besseres ein, aber Leuten so Möglichkeiten geben oder so, dann zum Beispiel in unserer Firma oder so anzufangen, die ich vorher noch nicht hatte. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch, wir hatten neulich so eine Ausschreibung oder so, dann voll geguckt, nee, nicht wer hat irgendwie die meisten Referenzen und hat schon dort ein Volo und dort ein Praktikum gemacht, sondern mit wem bleiben wir halt am besten und haben einfach das Gefühl, dass die Person Bock hat und zusätzlich noch eine coole Perspektive irgendwie in unser Kollektiv oder so reinbringt. Und das ist aber dieser doppelte Druck, der ist schon, finde ich, extrem hart, so einerseits so für sich selber zu kämpfen und man hat ja irgendwie auch Bock auf eine Karriere, aber andererseits halt auch nicht so, okay, wenn ich es schaffe, können es alle schaffen, Style, sondern halt auch zu sagen, ich bringe halt Leute irgendwie mit ins Boot und wenn ich irgendwo anfange, habe ich halt auch Leute, die ich irgendwie vorschlage für andere Positionen oder sowas. Cool, und da bin ich direkt schon so, das wäre der Moment gewesen, wo ich mich voll gerne ausgetauscht hätte, so, okay, wie macht ihr Recruiting? Wie führt ihr eure Bewerbungsgespräch? Wie macht ihr dies, wie macht ihr das? Weil natürlich kann ich mich austauschen mit Leuten an den Produktionsfirmen, was so Handwerk und sowas angeht, aber die Art und Weise, wie wir oder wie ich versuche zu führen, ich kenne wenig Menschen, die das machen. Und da, ne, oder ich kann mir vorstellen, dass wir zum Beispiel Work Rising und auch Kadakaya Talk, dass wir einen ähnlichen Ansatz haben, ne, Inklusion auch in der Arbeitszeit umzusetzen und die Weichen zu setzen dafür. Und eigentlich brauche ich genau das, so dieses, okay, worauf achtet ihr dann, worauf achtet ihr dann nicht? Und was, wenn ich habe ja auch Blindspots. Und was ist, wenn ich dann wenn wir sind ja auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen, dann ich muss ja davon ausgehen, dass ich auch diese Sachen anwende. Und nochmal die Ebene dazu, als ich studiert habe, da hatte ich voll viel Zeit. Ne? Ich konnte mich Texte durchlesen, dekolonial, postkolonial, dies, das, Ananas. Jetzt bin ich nur noch am Output machen und ne, Unternehmerin sein, dies, das machen. Ich habe gar nicht mehr so viel Input und ich merke, ich vergesse die Sachen. Same. Ich vergesse die Sachen. Same. Das ist voll so, oh mein Gott, ich so, das ist Basics. Wie, ich habe vergessen. Ich habe halt auch keine Zeit mehr zu lesen, das ist das Problem. Weißt du, es gibt richtig viele Sachen, wo ich denken würde, so, oh, das könnte ein geiler Input sein. Ich höre mir das dann manchmal als Hörbuch oder so an. Aber so, ich habe halt voll Angst, auch teilweise so stecken zu bleiben. Und ich will nicht so in meinem
also auch mit so POC und so weiter, ich benutze diese Begriffe ja auch extrem oft, aber ich will nicht nur auf diesem Diskurs stehen bleiben, ja, sondern ich will halt auch so ein bisschen so globalere Kontext und so weiter auch mehr denken und so ernst nehmen und nicht so irgendwann diese Oma sein, wo so meine Kränken dann mir sagen, so ja, der Begriff ist ein bisschen veraltet und du hast halt seit 10 Jahren nichts mehr gelesen. Ja. Aber ja, irgendwie. Man muss halt auch arbeiten und dann hat man nicht mehr so viel Zeit. Ja, also geht mir definitiv genauso. Ich überfliege. Ich habe mir jetzt eine Methode angeeignet, Bücher zu überfliegen, nicht zu lesen. Wie machst du das? Mehr oder weniger, wirklich. Geil. Das ist wirklich mehr so wie so ein Flickenteppich. So, ich lese ein bisschen hier da was und da was und dann kriegt man auch schon das Gefühl dafür, habe ich gerade was verpasst, soll ich wirklich noch ein paar Seiten zurückblättern oder ist es okay? Aber es ist, ja, es ist eine andere Art vom Lesen. Es ist nicht so spaßig. Aber sonst komme ich auch nicht zu nichts. Aber auch was du meintest mit dem Recruiting, wie, genau, wir wollen ja auch Dinge anders machen, wir wollen eigene, andere Strukturen, nicht nur parallel dieselben Strukturen für uns schaffen. Und das ist einfach wirklich auch eine Aufgabe, mit der wir wachsen müssen. Ich falle auch wieder in so alte Muster, weil die einfach ständig um mich herum passieren und so wenig Zeit ist und ich nicht darüber nachdenke. Ja, deswegen ist wirklich dieses Community Care in Form von Zeit wirklich wichtig. Ja. Genau. Und ja, eigentlich habt ihr die Frage ja schon fast beantwortet. Also in diesem Bereich mit den ganzen Diskursen wollen wir natürlich nicht stehen bleiben und vor allen Dingen, wir wollen ja auch diese Diskurse, daher haben wir unsere eigenen Strukturen und Projekte aufgebaut, wir wollen sie ja mitbestimmen. Wie seht ihr da eure Rolle in den jeweiligen Medien? Was stellt ihr euch vor? Für was wir einstehen quasi? Genau, genau. Also ihr seid hier durchaus, eure Themen beschäftigen sich mit Rassismus, Sexismus, Queerphobie, alles, was mit Ismen zu tun hat, intersektionale Diskriminierung eben. Und wie ist da eure Vision oder Mission? Wir haben tatsächlich bei uns im Team unsere Vision und Mission Statement runtergeschrieben, aber ich weiß auch, die ist sehr groß und sehr bold. Also mir ist auch sehr bewusst, dass unser Ideal, wir möchten da gerne hingehen und in unserer Mission, ich glaube in der grundlegenden Sache, egal was wir machen, steht immer dieses to champion inclusion. Dass man nicht nur sagt, ja, einen Fokus draufsetzen, dass wir inklusiv sind, sondern sagen, nein, wir feiern das. Auch wenn andere Leute das machen, wir feiern das. Das müssen wir zelebrieren, wenn quasi ganzheitlich gedacht wird, wenn so warm und liebevoll gearbeitet wird. Und ich glaube, auf der quasi Visionsebene bedeutet das konkret, dass wir Teil einer Medienbewegung sein möchten. Wir verstehen uns nicht als einzelner Player und wir möchten jetzt erfolgreich werden. Nein. Wir verstehen uns Teil einer Bewegung, einer dekolonialen Bewegung, die es ermöglicht oder einfordert, dass am Tisch der EntscheiderInnen die Plätze umverteilt werden. Ja, wir machen unsere eigenen Tische, das machen wir ohnehin schon. Aber mein Ziel ist auch zu sagen, die an den Tischen sitzen, wo die Gelder sind, mach mal Platz. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Außer das bedeutet, man macht eigene Tische und die Gelder werden dann da quasi gleichmäßig umverteilt. Aber ich glaube, das ist so der Ansatz zu sagen, wie schaffen wir das, Medieninhalte und Strukturen dekolonial zu bauen? Ich glaube, so meine Vision wäre, dass Diversität halt nicht da aufhört bei den Leuten, die wir irgendwie vor der Kamera sehen, sondern dass sich unsere komplette Art zu arbeiten, wie wir miteinander arbeiten, dass sich die verändert und dass man sich darin irgendwie wohlfühlt. Und ich glaube, das kann voll unterschiedlich aussehen. Genau, und ich glaube, so auch so ein bisschen einen politischeren Anspruch sozusagen ans Produzieren zu haben, weil ich glaube, das vermisse ich halt krass in Deutschland. Es gibt kaum eine Produktionsfirma, die Film produziert, die sagt, wir haben eine politische Agenda in dem, wie wir miteinander irgendwie sind im Umgang. Und ich glaube, das wäre so meine Vision, irgendwie daran teilhaben zu können oder das irgendwie mit zu shapen. Und so künstlerisch würde ich sagen, dass ich es total krass finde, dass wir gar nicht hinterfragen, wie sind Filme eigentlich aufgebaut. Also kann eine Rom-Com überhaupt
antisexistisch funktionieren oder so. Also dass wir auch hinterfragen, so, was ist eine weiße Dramaturgie? Wie sind wir sozusagen gewohnt, dass erzählt wird? Und mal so ein bisschen aufzubrechen, es reicht nicht einfach bloß, wenn du sagst, okay, alle HauptdarstellerInnen sind irgendwie, haben Diversitätserfahrung oder sind nicht weiß, sondern auch, was für Geschichten wollen wir eigentlich erzählen und lass uns irgendwie ein neues Narrativ bilden, was nicht so an die Ideen von unseren Colonizern sozusagen anknüpft. Aber das ist ein super weites ist und broades Ziel, über was ich manchmal nachdenke, was jetzt aber nicht so mein Day-to-Day-Business unbedingt macht. Ja, aber ich würde sagen, dass genau dieser Gedanke, der Samen ist für Innovation und der Samen ist für eben für kreative Energie. Weil wenn du diesen Gedanken erst gar nicht erst hast, wie sollst du überhaupt an den Punkt kommen, wo du es dann umsetzt? Genau, man braucht irgendwie so eine Idee, um sich so voll überhaupt so eine Hoffnung auch zu haben. Voll. Du hast ja gerade Politik angesprochen, also klar, Film speziell, aber generell Medien, der Medienbranche kann es eben sehr politisch sein, wenn man möchte. Gerade als Aktivistinnen, fühlt ihr euch dann als Frauen of Color, wo jedes politische Thema anzusprechen? Habt ihr das Gefühl, manchmal muss ich es vielleicht doch ein bisschen gelassener angehen oder mich ganz raushalten? Stichwort Nazi-Hintergrund, dass jetzt eine Person auch wirklich ihren Instagram-Account schließen musste für eine Weile wegen den ganzen Trolls. Wie habt ihr eine Meinung dazu? Also bei mir ist es schon so, dass ich mich nicht zu allen Themen öffentlich äußern würde oder so, zu denen ich auch eine Meinung habe. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auf jeden Fall auch Angst. Und aber auch, dass ich weiß, dass ich mit bestimmten Sachen einfach, also dass ich auch super sensibel auf bestimmte Sachen so reagiere. Also es gab zum Beispiel, als ich Druck die Serie gemacht habe, gab es so auf Twitter und Tumblr ein paar Tage lang so sehr viel Feedback zu meiner Folge. Und das war dann so Sprüche wie so, instead of queer writers, so hättest du lieber gute nehmen sollen und halt so sehr krasse Sachen. Und das hat mich einfach extrem mitgenommen und ich finde diese so Internet-Rant, Kontexte machen mir persönlich extrem Angst und haben schon auch einen krassen Impact auf mich dann privat oder so. Und ich glaube, deswegen bin ich schon vorsichtig so mit, was teile ich und wozu äußere ich mich. Genau, aber ich glaube, es hat auch unterschiedliche Gründe. Geht mir ähnlich. Ich würde mich auch nicht, ich würde mich nicht unbedacht äußern als private Person in der Öffentlichkeit. Das ist Dings. Da bin ich auch noch gerade dabei zu lernen, weil das ja alles bei mir auch relativ schnell passiert ist, auch bei euch. Ich meine, 4 Jahre hört sich lang an, aber ist eigentlich nicht lang. So, wenn man sagt, man ist irgendwie gar niemand in der Industrie und auf einmal du bist ein Begriff. Viele Leute, du merkst es auch, Leute auch in der Filmbranche beobachten euch. Same. So, was machen die gerade so? Was für ein Stand? Vielleicht können wir die zusammen, safe, ist so. Und es ist ja aber trotzdem eine relativ schnelle Zeit und auf einmal, man ist dann quasi irgendwie eine öffentliche Person. Und ich lerne das auch gerade erst, zu was ich alles Stellung nehmen sollte und vielleicht auch muss manchmal, zu welchen Sachen ich nicht Stellung nehmen muss oder sollte. Und dafür baue ich mir jetzt die Strukturen im Sinne von, ich werde gucken, dass ich mir eine Beraterin hole. Das ist, glaube ich, da, wo ich gerade stecke. Sage, okay, was heißt eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, das zu machen? Das zweite heißt auch, ich habe von Anfang an keine Kommentare gelesen und ich mache mein Instagram nicht selber. Und ich glaube, Leute sind dann manchmal so ein bisschen, ich habe heute eine Nachricht bekommen, da hat eine Person so geschrieben, so, ja, ich verstehe dein Verhalten jetzt gar nicht, warum du mir jetzt nicht antwortest. Und dann, like, du stehst halt auch in keiner Verantwortung. Ich mach ein Ding, das ist für mich, vor allem es ging auch darum zu sagen, dass die Person eine Unterstützung von mir sich gewünscht hat. Mhm. Das mache ich in meiner Freizeit. Wir machen das alle in unserer Freizeit, dass wir unterstützen, wo wir können. Aber da auch, dass ich da dann auch merke, ich mache das auch nur, wenn ich merke, dass Sinn macht und dass es auch meine Arbeit, dass es auch als Arbeit gesehen wird. Aber selbst diese Anfrage geht nochmal durch einen Filter. Ich gehe nicht in meine Instagram-Nachrichten rein, ich gucke mir eigentlich nicht meine Instagram-Kommentare an, weil ich eben weil ich weiß, dass die Art und Weise, wie wir aussehen, wie ich aussehe, das wird politisiert. Das wird eine Meinung in Leuten links machen, weil seit den letzten Jahrzehnten wurden Menschen wie ich oder wie wir
wir sind ja gar keine Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Wir sind ja ganz oft einfach nur Projektionsflächen. Anhand deines Körpers, anhand der Art und Weise, was du machst oder was wir machen, werden politische Themen ausgehandelt. Das wird so anhand dieser, ne, dem vermeintlichen Neutralitätsgesetz, ich muss kotzen im Strahl, wenn ich schon dieses Wort höre, da geht es ja eigentlich gar nicht, es geht ja gar nicht um mich oder um unsere Geschwister. Es geht einfach nur darum zu sagen, dass gewisse ParteipolitikerInnen sich positionieren können. Sagen so, guck, so wir sind noch einer von euch, weil wir hassen auch die Muslime. Aber so dieses Ding, aber es wird einfach, wir sind nur ein Objekt, wir sind nur Projektionsfläche. Insofern, alles, was öffentlich passiert, ich muss davon ausgehen, dass quasi ganz viel auf meinem Körper abgehandelt wird. Ich halte mich davon fern. Ich baue meine Strukturen, dass es gefiltert wird, dass diejenigen, die wirklich Kontakt, aufrichtig Kontakt aufnehmen wollen, das machen können. Anfragen kommen auch immer eine Office-Adresse. Es gibt keinen direkten Touchpoint. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das ist voll wichtig, auch was so, ne, sich äußern, öffentlich äußern, eine Rolle spielt. Aber du hast auch ein Team, das für dich diese Kommentare filtert bzw. beantwortet. Ja, auf Arbeit sowieso, ne? Das ist ja klar Teil von Kalakai Talks, aber ich habe ja auch eine private Seite quasi, das spielt ja auch nochmal eine ganz andere Rolle. Aber es ist so, ich glaube, und die dritte Sache ist, die wichtig ist, genau, man hat eine professionelle strategische Beratung, aber auch einfach Austausch wieder, ne? Ich will im Zweifel, würde ich wahrscheinlich dich anrufen und sagen, gib mal was, wie würdest du das machen, wie hast du, welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich würde hier Shermin Langhoff vom Dings anrufen, ich würde dich anrufen, ich würde sagen, okay, lass mal irgendwie, welche Menschen gibt es, die schon Erfahrungen gemacht haben? Und da muss ich ehrlich gestehen, wenn die Hütte brennt, dann sind unsere Schwestern nah. Wenn die Hütte brennt, da sind einfach Menschen, ich wusste, ich konnte anrufen, die haben dann einfach gesagt, guck mal, auch nicht viel rumgeredet, die haben einfach tak, tak, tak. Du machst jetzt das, dann machst du das, dann machst du das und jetzt halt deine Schnauze. Ja, es kommt auch immer natürlich immer darauf an, was für Themen, was für gerade das Problem auch ist. Es gibt natürlich auch schon andere Strategien im Online-Bereich, gerade wenn es um Hassreden geht, die speziell auch an Frauen gerichtet sind, wie darauf zu reagieren ist. Und da gibt es durchaus auch Methoden, sich schon vorher ein Pool von FreundInnen zu suchen, die halt Privilegien haben, wo diese Hassreden nicht an sie gerichtet sind. Ne? Also wenn es Sexismus ist, ist es eben Männer, die eben auf diese Kommentare reagieren. Wenn überhaupt auf diese Kommentare reagieren oder einfach jede Menge Positives posten, um diese Kommentare überhaupt unsichtbar zu machen, etc. Also es muss man durchaus nicht immer nur alleine machen. Es gibt da durchaus auch Hilfestellungen von feministischen Vereinen, die da helfen könnten. Wir kommen eigentlich auch schon fast zum Schluss, bevor wir vielleicht noch ein paar Fragen vom Publikum nehmen, wenn es hoffentlich welche gibt. Erica Williams-Simon, das ist Autorin aus den Staaten, hat mal gesagt, best career advice that I can give: don't ever attach yourself to a person, a place, a company, an organization, or a project. Attach yourself to a mission, a calling, a purpose only. That's how you keep your power and your peace. Du nickst. Stimmst du zu? Voll. Ja. Ich glaube, den ersten hätte ich gar nicht so klar definieren können, aber im zweiten Teil ja voll. Ja. Solange die Vision da ist, solange irgendwie dieser Calling, die Berufung oder auch so dieses, der Innere, dieses Brennen, dieses, wenn ich das mache, ich könnte das für immer machen, dann ist eigentlich, die Energie ist dann da und die Places, die werden kommen, das ist ja unser Curriculum, ne? So in meiner Wahrnehmung ist es dann, Allah schickt mir dann all die Dings, den Test, den ich machen muss, das kommt schon. Und dann werde ich aber auf meine Richtung meiner Vision gehen. Wenn ich aber jetzt sage, boah, ich möchte voll gerne mit Bill Gates arbeiten, tamam, okay, ich werde hinkommen, bestimmt, aber vielleicht am Ende ist er ein Hund. Und dann was? So, und er ist fehlbar, er ist auch ein Mensch. Er hat viel Geld, aber er ist fehlbar. Ich glaube, was ich noch so adden würde, wäre halt so ein bisschen, dass ich schon cool auch finde, sich zu so einer Community oder zu Leuten, die sich mit einem solidarisiert haben, da auch zu attachen. Also nicht nur zu sagen, ich habe meine Mission und ich ziehe das irgendwie durch, sondern für mich ist es schon so, Pharos und Paulina, also ich werde immer für die da sein, die werden immer für mich da sein, und ich habe mich schon auch zu denen sozusagen als Gruppe oder so attached und finde es eigentlich schon voll wichtig auch zu sagen, so eine Mission kann auch sein, so Bündnisse. Ja, absolut. Habt ihr noch abschließend
etwas mit auf den Weg zu geben? Mentees, die gerade zuhören, QTV-Box, die gerade vielleicht auch in eure Fußstapfen treten wollen? Ich würde sagen, schafft eure eigenen Strukturen, versucht euch anzugucken, wie es andere Leute gemacht haben, deren Arbeit ihr vielleicht cool findet, versucht mit denen in Kontakt zu treten, in Austausch, die zu fragen, so hey, wie war das irgendwie bei euch, und dann ja, vielleicht irgendwie ähnliche Schritte oder vielleicht auch so komplett sein eigenes Ding zu machen. Aber ich bin gerade voll auf dem Trip, so eigene Strukturen zu schaffen und auch Wissen weiterzugeben. Also versucht irgendwie Räume zu finden, in denen ihr auch von dem Wissen von anderen Leuten irgendwie profitieren könnt. Ich gehe bei den Punkten auch mit, und ich würde noch hinzufügen, dass unterschätzt nicht die Zeit, die ihr investieren solltet in Vision Building. Wirklich, macht euch im besten Fall schreibt ihr etwas runter und habt richtig Angst. Habt so einen großen Traum, ihr denkt so, scheiße, Digga, wer bin ich, dass ich das schreibe? Dann seid ihr auf der richtigen Fährte. Wenn ihr was schreibt und ihr merkt so, boah, ja doch, das kann ich bestimmt erreichen, so 2-3 Jahre. Dein Traum ist nicht groß genug. Träum groß. Weil das ist das, was uns bleibt. Ja. Sie können uns ja alles nehmen. Sie können uns unser Land nehmen, sie können uns unsere Familie nehmen, sie können uns alles nehmen, aber sie können uns nicht unsere Würde nehmen und nicht unsere Vorstellungskraft. Und in dieser Vorstellungskraft ist das ist die unendliche Energie. Und wenn das einmal sitzt, boah, niemand. Obama persönlich kann kommen, ich würde sagen, nein. Merkel, die können zusammenkommen. Alle zusammen. Putin, Erdogan, Merkel, alle kommen. Ich würde sagen, nein. Weil ich habe meine Dings, meine Energie ist Dings. Ich glaube, keiner kann uns brechen, wenn das einmal sitzt. Ja. Dankeschön erstmal. Haben wir... Ah, wir sind ganz... Verstöße. Genau. Ich wollte schon sagen, bist du nicht ans Mikro? Okay, dann machen wir das so. So, Fragen. Ich glaube, das geht jetzt an euch beiden. An welchen Projekten arbeitet ihr momentan? Ich arbeite gerade an einem autobiografischen Spielfilm über meine Mom tatsächlich. Das ist so das erste eigene größere Drehbuchprojekt, was ich mache. Also ich schreibe an einem eigenen Featurefilm. Und ich bin gerade im Weiterzoom von so einer ARD-Serie. Aber so mein Herzensprojekt ist gerade auf jeden Fall dieser Langspielfilm. Schön. Bei uns ist Karakal Talks nach wie vor und dann noch ein paar andere Projekte, aber die noch nicht spruchreich sind. Okay. Also wir dürfen auf mehr hoffen. Ja. Schön. Die nächste Frage geht an Raquel. Was war das schönste Highlight an Futur 3 zu arbeiten? Um ehrlich zu sein, das schönste Highlight war, wir haben im Vorhinein so Workshops gemacht mit allen Leuten, die irgendwie daran beteiligt waren. Die meisten waren Statistinnen. Und dann haben wir am Ende so eine kleine Party gefeiert. Wir haben ja in der Kirche unser Produktionsbüro gehabt, die uns das einfach zur Verfügung gestellt haben. Und da gab es wie so einen Community-Raum, haben halt Musik angemacht und hatten irgendwie voll den schönen Abend. Und dann hat jeder so seine Art von Tanz irgendwie auch so reingebracht und haben wir so zusammen gedanced. Das war ziemlich nice. Schön. Die nächste Frage geht an dich, Esra. Was war das größte Highlight innerhalb Karakaya Talks bisher? Uff, wir haben so viele Highlights. Oh, das größte. Wenn ich eins nennen müsste, dann würde ich sagen, die allererste Folge. Die allererste Folge, wo wir 5 Frauen im Kopftuch einfach da saßen und geredet haben. Ich werde das niemals vergessen. Dieses niemals. Und es war super unbeholfen. Und so Kamera wackelt, die Stars, Ton ist richtig scheiße. Ist egal. Ich werde das niemals vergessen. Bis ans Ende meiner Tage. Dieser Moment ist einfach, boah. Ich habe mich richtig stark gefühlt. Auf was freut ihr euch in der Zukunft? Dass du erfolgreich wirst, dass du erfolgreich wirst, dass ich hier arbeiten kann, dass ich deine Filme gucken kann, ich kriege VIP-Plätze, ich darf ganz vorne sitzen. Ich meine, es war ernst. Ja, sag ich dir. Ich kann das gerade irgendwie tatsächlich gar nicht so sagen. Ich bin in den letzten Tagen so pessimistisch, was so die Zukunft an. Aber ich freue mich, glaube ich, mich weiter mehr so zu vernetzen und auszutauschen. Okay. Wir haben ja noch 3 Fragen. Was bringt euch Freude, vor allem momentan in Zeiten von Covid?
Ich habe was ein bisschen Neues, ich habe mir SingStar wieder bestellt. Ja, von früher, genau, und ich habe so angefangen, wieder ein bisschen SingStar zu machen, weil ich liebe es halt zu singen und das ist irgendwie eine ganz geile Beschäftigung jetzt gewesen. Yeah. Was? Ich wüsste wirklich nicht was. No. Ist okay. Wie vereint ihr Business mit Aktivismus bzw. Community-Arbeit? Ich würde Aktivismus und Community-Arbeit gar nicht mehr als gleich verstehen. Das Interessante ist ja, dass ich ja, also ich werde ganz oft als Aktivistin wahrgenommen, aber das Einzige, was ich mache, ist einfach nur so arbeiten, wie wir arbeiten sollten, inklusiv arbeiten. Deswegen, also es ist so, ich arbeite als Journalistin und Produzentin, aber okay, so, man sieht ein paar Kanaken vor der Kamera, die arbeiten hinter der Kamera, die denken direkt, ich bin Aktivistin, aber ich denke so, nein, das sind die anderen, sind dann die Nicht-Aktivisten, keine Ahnung, also ganz eigenartig. Aber was war nochmal die Frage? Wie vereint ihr Business mit Aktivismus bzw. Community-Arbeit? Ich habe halt auch das Gefühl, also wenn man so einen Film wie Foto 3 macht, dann wird das schon als Aktivismus sozusagen gelesen, einfach bloß, weil unsere Körper immer politisch sind und alles, was sie machen, als politisch gelesen wird. Um es so vielleicht konkreter zu fassen, ist es schon so, dass wir zum Beispiel in unserem Kollektiv extrem viel über so Bezahlung, die unterschiedlichen Hierarchien innerhalb von unserem Kollektiv sprechen und einfach auch so Machthierarchien irgendwie nicht so unsichtbar zu machen, in denen man arbeitet, sondern darüber zu reden und zu gucken, wo man Sachen irgendwie ausgleichen kann. Und genau bei sowas, also ich weiß nicht, ob das Aktivismus ist, aber so, mit wem arbeitet man zusammen, wen würde man einstellen, gibt man einer Person einen Job, für den andere Leute vielleicht sagen würden, es bräuchte mehr Erfahrung, aber man sagt so, nee, es ist wichtig, wenn das ein Stoff ist, bei dem schwarze Perspektiven im Vordergrund stehen, dass alle Key-Positionen von schwarzen Menschen oder so besetzt sind. Diese Sachen. Aber ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich so als Aktivist, wenn würde ich das vielleicht als Medienaktivismus oder so sehen, aber Aktivismus ist für mich schon nochmal was anderes. Ich habe das Gefühl, das ist eher so eine Zuschreibung, die oft von außen kommt, als dass ich wirklich sage, ich fülle den Begriff voll. Vielleicht müssen wir auch den Begriff einfach nochmal ändern. Welchen Aktivismus? Oder Aktivismus, ja. Ja. Muss ja nicht so engstirnig sein, also. Voll. Stimmt, das überlappt sich halt, ne? So auch auf Arbeit. Ich meine, so gesehen, ja, auch die Arbeit selbst, auch wenn mehr ist auch die Arbeit. Ja. Okay, und die letzte Frage zum Thema Inklusion zelebrieren. Wie zelebriert ihr das im Berufsalltag und auch in euren Business-Teams? Dass man sich selbst so feiert. Oder Inklusion, wie man das erfährt. Ja. So wie ihr es versteht, könnt ihr die Frage beantworten. Also was bei mir echt krass ist, ich habe voll das gute, dadurch, dass ich so eng eigentlich mit meinen besten Friends zusammenarbeite, voll das gute Support-System in so, wir zeigen uns immer unsere Sachen. Wenn irgendjemand gerade einen Text schreibt, dann schickt man sich den und dann hilft man der anderen Person auch, das so gut hinzubekommen, wie die Person das gerade braucht, um das zum Beispiel irgendwo einzuschicken oder so. Und das ist so für mich diese Art von Support-System, dafür bin ich, glaube ich, extrem dankbar und das hat auch was damit zu tun, sich gegenseitig irgendwie zu feiern und sich gegenseitig, ich weiß nicht, Inklusion ist für mich generell ein schwieriger Begriff, aber das würde ich jetzt erstmal so darunter verstehen. Okay. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass wir in der Firma so machen, so let's celebrate our inclusion, nein. Ich glaube, es äußert sich einfach darin, indem wir in der Arbeit den Fokus auf den Menschen selbst erstmal setzen und sagen, in der Art, wie du bist, wie du heute hier, how you show up today, what do you need? Wie können wir das so bauen, dass du dich wohlfühlst und dass das Business trotzdem läuft? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, das sind für mich Momente, wo ich sage, ja, das ist ein Feiermoment, wo mit einer Selbstverständlichkeit daran rangegangen wird, dass wir alle unterschiedlich sind, alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das ist, das zieht sich durch über, es beginnt beim Recruiting, es geht durch redaktionelle Arbeit, Themensetzung, Community-Arbeit, wie ist die Ansprache, wie werden Leute, ne? Schreibt man lieber Herr, liebe Frau oder Hey, also es sind immer die kleinen Nuancen und ich glaube, da würde ich sagen, ist die Süße im Feiern von Inklusion. Schön. Ja, danke euch. Also wir sind hier ein bisschen früher fertig geworden, weil eine Person gefehlt hat, Dr. Michaela Dusi, konnte ja nicht aus technischen Gründen teilnehmen, aber dann habt ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit für euch. Also nochmal wirklich vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Es war auch unser erster Panel. Ui, yay! Was für eine Ehre. Genau, es folgen noch mehr.
Also nochmal danke auch an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben und ja, nochmal an das tolle Beavock Rising Team, natürlich Team in Höhen-Niegen, Alessandra Biagioni, Siris Carson und Ann-Kathrin Moon, die für Social Media zuständig sind und euch immer auf dem Laufenden halten. Und natürlich die Crew heute, Misu Sugai und Taish Vega, tolle Videoproduzentinnen. Also wenn ihr Videoproduzentinnen braucht, schreibt uns, wir haben ihre Kontaktdaten. Und ansonsten folgt uns auf Instagram und Facebook und get in touch. Wir sind auf jeden Fall auf euer Input gespannt und ihr könnt immer auf uns zukommen und bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Euch zwei. Danke, dass wir da waren. Das ist voll schön. Ja, auch voll schön, dass wir nicht immer nur in Zoom-Calls hängen. Ja, also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke euch auf jeden Fall. Das war voll cool. Ja, jetzt müssen wir ja so wie bei den Nachrichten. So, und was ist hier Frühstück?